Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch über Produkte sprechen, die nicht in meinen Favoriten gelandet sind. Das Thema kommt auf meinem Kanal tatsächlich ein bisschen zu kurz. Eigentlich kommt es sogar nie vor, außer zu den Jahresflops, sage ich jetzt mal. Ich lade jeden Monat regelmäßig Favoritenvideos hoch und ich denke, das machen viele Beauty-YouTuber oder generell viele YouTuber, egal welcher Sparte, ihre Lieblinge des Monats zu zeigen. Ich zeige euch auch immer die Neuheiten, die ich kaufe in Hauls und wir testen zusammen in den First Impressions die Sachen aus. Aber ich zeige euch tatsächlich, oder ist mir mal so aufgefallen, über manche Sachen spricht man einfach nie wieder. Ich meine, ihr könnt euch dann sicherlich denken, dass ich sie vielleicht nicht so gut fand. Aber ich dachte mir jetzt einfach mal, ich habe mir ein paar alte Videos von mir durchgekramt, sage ich jetzt mal. Vor allem die Full Face First Impressions, habe geguckt, welche Produkte waren dabei, die ich jetzt nicht nochmal gesondert gezeigt habe. Und dachte mir jetzt, darüber möchte ich heute mit euch mal sprechen. Das erste Produkt, worüber wir sprechen möchten, kann ich euch schon gar nicht mehr zeigen, weil ich es mittlerweile verkauft habe. Und ich kann mich auch tatsächlich nicht mehr wirklich daran erinnern, wie ich es fand. Das war eine der ersten First Impressions, würde ich mal behaupten, was ich dieses Jahr hochgeladen habe. Und zwar rede ich von der Too Faced White Peach Palette. Ich werde euch auf jeden Fall ein Bild einblenden, dass ihr wisst, was ich meine. Die habe ich jetzt kürzlich verkauft. Ich habe sehr lange mit mir gerungen, ob ich es mache oder nicht. Denn die Verpackung hat mich unfassbar doll angesprochen. Also ich habe auch noch die normale Peach Palette, also diese Just Peachy aus der Collection, weil ich die einfach unfassbar schön fand. Das ganze Packaging hat mich total angesprochen und ja, ich habe seit der First Impression die Palette einfach nicht mehr benutzt. Wenn ich jetzt mal wirklich ehrlich zu mir bin, so im Innern hat sie mich einfach nicht komplett angesprochen. Sie war dann einfach wirklich ein bisschen ein Tick zu langweilig, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe trotzdem, wie gesagt, mit mir gerungen. Die Farben sind nicht hässlich gewesen. Es war bloß einfach nicht mehr das, was ich jetzt in letzter Zeit halt schön fand. Wie ihr gemerkt habt, ich bin doch ein bisschen mehr in die farbigere Richtung gegangen. Probier mal ein bisschen was anderes aus. Und dafür war die Palette jetzt einfach letztendlich nicht mehr geeignet. Von der Qualität kann ich insofern auch nicht so viel sagen, weil ich die meisten Farben gar nicht ausprobiert habe. Ich hatte euch damals gesagt, ich mache eine Review drüber. Aber da hat sich dann halt wirklich einiges in meinem... Ja, was ich an Paletten halt einfach mag, mein Geschmack hat sich ein bisschen geändert und dadurch kam es auch nie dazu, dass ich eine Review gemacht habe. Und ja, das ist jetzt ein paar Tage, paar Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Lange auf jeden Fall noch nicht, dass ich sie verkauft habe. Bisher bereue ich es noch nicht, ich hoffe, es wird auch dabei bleiben. Die Just Peachy Mattes Palette hatte ich auch ganz kurz, eine Millisekunde überlegt, ob ich sie abgebe, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich die doch schön fand. Also gerade jetzt nicht nur das Packaging, wie gesagt, sondern da habe ich wirklich auch mal so aufgeklappt, mir die Palette angeguckt und gedacht, nee, das bringe ich einfach nicht übers Herz. Die hat zwar so ein vorgegebenes Farbschema, ist halt wirklich diese braun, peachy, in die Richtung halt, passt halt auch zum Thema, aber sie ist einfach nicht langweilig. Auf ihre besondere Art ist sie nicht so langweilig wie die andere und insofern durfte die bleiben. Aber die White Peach Palette hat meine Sammlung aus dem Grund verlassen und aus dem Grund habt ihr sie auch nie wieder in einem Video gesehen. Das nächste Produkt, was auf meiner Liste steht, die ich mir sozusagen jetzt gemacht habe, wo ich mir die Sachen überlegt hatte, ist dieses Setting Spray hier. Das ist das Smashbox Photo Finish So Chill Coconut Primer Water. Und ich habe es original einmal benutzt in einem Video und dann stand es die ganze Zeit hier bei meinen anderen Setting Sprays rum und ich habe es nie wieder benutzt. Das lag jetzt nicht daran, dass ich es unfassbar schlecht fand oder dass ich es nicht mochte, weil ich mochte es schon, aber ich habe doch ein, zwei andere Setting Sprays, die ich lieber mag. Zum Beispiel das von Urban Decay, das ganz normale Setting Spray, mir fällt der Name gerade nicht ein. Das All-Nighter Setting Spray oder ich habe jetzt auch das Bridal Spray von Skindinavia. Letztendlich sind die beiden ja gleich produziert in der gleichen Firma, wie auch immer. Die beiden mag ich als Setting Spray richtig, richtig gern. Da finde ich, sehe ich auch wirklich einen Unterschied. Und als Primer Spray, wenn ich eins benutze, dann mag ich sehr gerne von Pixi das Glow Mist. Oder von Love Cosmetics dieses 3-in-1 Prime and Fix Spray, was halt beides so ein bisschen dieses klebrige Gefühl auf der Haut hinterlässt und ich dadurch einfach das Gefühl habe, dass das Make-up besser hält. Und insofern, da ich meine Favoriten in dem Bereich einfach schon gefunden habe, ist es halt für mich auch schwierig, klar, ich teste gerne neue Sachen aus, aber wie man sieht, ich greife dann doch immer lieber zum Altbewährten und das Neue bleibt halt liegen. Ich werde mir das definitiv mal zur Seite stellen, dass ich es mal öfter benutze und mir vielleicht nochmal einen zweiten Eindruck davon mache. Aber so der erste Eindruck hat jetzt einfach nicht genug überzeugt, um die anderen vom Thron zu stoßen. Dann habe ich einen Primer für euch. Das ist hier von Yves Saint Laurent, der Blur Primer. Zuallererst möchte ich sagen, der Primer ist richtig fantastisch für dieses porenverfeinernde Bild.
sage ich jetzt einfach mal. Also wenn ihr wirklich zu kämpfen habt mit großen Poren oder ihr benutzt sehr gerne porenverfeinernde Primer, kann ich den euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Der ist leider nicht ganz günstig, aber er ist sein Geld an und für sich wirklich wert. Verdammt, jetzt habe ich an und für sich gesagt. Eigentlich habe ich versucht, mal darauf zu achten, es nicht so oft zu sagen. Das ist letztendlich aber auch der Grund, warum der Primer im Video gelandet ist. Ich werde ihn auf jeden Fall behalten, ich werde ihn auch auf jeden Fall weiter benutzen. Allerdings kommt das bei mir relativ selten vor, da ich porenverfeinernde Primer sehr, sehr selten brauche. Dementsprechend kann ich den jetzt auch nicht zu einem Favoriten annennen oder irgendwas, weil es das einfach bei mir nicht ist. Es ist kein Primer, auf den ich nie wieder verzichten könnte. Das ist einfach ein Primer. Ich mag ihn, er ist gut für die Sache, für die er auch steht letztendlich. Aber da ich lieber, feuchtigkeitsspendende Primer bevorzuge und nicht so eine silikonlastigen, porenverfeinernden Primer, ist der einfach in den Folgevideos nicht wirklich mehr aufgetaucht, weder in Favoriten noch irgendwo in Videos, wo ich Make-up-Looks schminke, weil da nehme ich dann auch immer Sachen, auf die ich mich verlasse, die auf meine Haut zugeschnitten sind, sage ich jetzt mal, die gut passen. Und dieser porenverfeinernde Primer taucht wirklich selten auf. Also ich habe ihn natürlich auch schon öfter mal benutzt, aber halt nicht super oft. Also wenn man jetzt sieht, da ist nicht viel raus. Wenn ich jetzt zum Beispiel von Smashbox meinen Primerizer daneben halten würde, der ist jetzt halb leer. Insofern, ja. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, hey, warum kaufst du dir einen porenverfeinernden Primer, wenn du ihn überhaupt nicht benutzt? Ja, könnte vielleicht stimmen, da habt ihr vielleicht nicht ganz unrecht. Aber es gibt tatsächlich doch den einen oder anderen Tag, wo ich mir denke, irgendwie sind meine Poren halt furchtbar. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie dann so tagesabhängig auch ist, dass sie dann mal größer wirken. Oder es gibt einfach Foundations, die sich bei mir bevorzugterweise an den Poren festkrallen. Und da benutze ich den dann tatsächlich auch mal, aber halt dann, wenn dann nur in diesem Bereich, weil auf dem Rest vom Gesicht macht es einfach keinen Sinn. Und dafür werde ich ihn auch definitiv behalten. Aber da reicht mir auch der eine, also andere porenverfeinernde Primer muss ich dann nicht nochmal testen. Wo wir gerade bei Yves Saint Laurent sind, habe ich auch eine Foundation, die ich auch in der First Impression gezeigt habe und seitdem auch nicht nochmal benutzt habe. Und zwar ist das die Yves Saint Laurent All-in-One Glow Foundation. Die fand ich in der First Impression auch gut. Aber das war es dann halt auch. Also ich habe damals prophezeit, dass sie meine Sommerfoundation Nummer 1 werden wird, war aber insofern ein bisschen daneben gegriffen, als dass ich im Sommer eigentlich selten Foundation jetzt getragen habe, weil es einfach so unfassbar heiß ist, dass einem sowieso alles vom Gesicht geschmolzen wäre. Und die 2-3 Male, wo ich dann, ich sag mal, gezwungen war, Foundation zu benutzen, habe ich wirklich eher welche benutzt, wo ich mir hundertprozentig einfach auch sicher war, dass sie halten würden, weil ich es einfach schon in Erfahrung gebracht habe oder die Erfahrung damit gemacht habe. Und da wäre ich mir jetzt hier nicht so sicher gewesen, beziehungsweise habe auch eine matte Foundation benutzt, wie zum Beispiel die Too Faced Peach Perfect Foundation, wo ich einfach weiß, die hat noch so ein bisschen mattierenden Effekt, dass es einfach auch besser hält auf dem Gesicht. Da habe ich jetzt an diese Foundation mich nicht rangetraut oder sie einfach nicht probiert. Würde sie mir prinzipiell aber auch mal wieder zur Seite legen, dass ich sie mal wieder öfter benutze oder einfach mir nochmal einen zweiten, dritten, vierten Eindruck davon mache. Weil gut fand ich sie auf jeden Fall und sie hat es eigentlich nicht verdient, so in der Schublade zu versauern, weil das ist letztendlich genau das, was ich mag. Sie hatte die schöne Deckkraft, die ich mochte und dieses bisschen glowy Finish. Insofern werde ich mir die auf jeden Fall mal zur Seite legen. Das wäre vielleicht auch, fällt mir gerade mal so ein, keine schlechte Videoidee. Die Produkte, die ich jetzt hier gezeigt habe, in dem Video benutzen mit einem zweiten Eindruck. Falls ihr das gut findet als Idee, dann schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ein weiteres Produkt, was ihr bei mir zwar ein, zweimal in Videos auch gesehen habt, vielleicht auch in Make-up-Looks, auch in letzter Zeit habe ich den öfter mal verwendet, aber was nie wirklich angesprochen wurde in einem Favoritenvideo oder in irgendeinem anderen Video wirklich bewusst genannt wurde, ist von Urban Decay der Heavy Metal Liner. Und da habe ich die Farbe Midnight Cowboy, was übrigens eigentlich nur ein Frustkauf damals war. Ich wollte eigentlich eine andere Farbe haben. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der hieß. Ich wollte eigentlich den silbernen haben und war richtig traurig, dass es den nicht gab. Und die anderen waren mir damals ein bisschen zu freaky, die Farben, also zu bunt. Und dann habe ich mir einfach den geholt und finde den richtig, richtig toll. Die anderen muss ich mir aber doch nochmal angucken, weil mittlerweile mag ich ja bunt insofern. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mag diesen Glitterliner richtig, richtig gern inzwischen. Und wie ihr seht, ich spekuliere auch gerade oder überlege auch gerade darüber, mir andere Farben davon zuzulegen. Kann die nur jedem empfehlen. Es ist ein bisschen Arbeit, was man damit hat, wenn man die wirklich eine durchgehende Glitterline damit haben will, sage ich jetzt mal, weil man halt immer wieder drüber gehen muss, weil die nicht ganz so krass deckend sind. Aber es ist halt einfach auch ein Glitzerliner und kein metallischer Liner, dass man dann wirklich eine durchgezogene Linie machen kann. Ich finde aber gerade bei so Cut-Crease-Looks machen die unglaublich viel her, wenn man dann quasi die Cut-Crease damit einmal so umrandet. Oder Jessie hatte zum Beispiel letztens in ihrem Video einen ganz normalen schwarzen Eyeliner und darüber hatte sie auch so ein bisschen Glitzerliner. Ich weiß jetzt nicht, welchen sie dafür benutzt hat, aber das sah auch richtig schön aus. Sowas kann man damit gut machen.
Oder man kann die auch generell auf bewegliche Lid einfach nur geben und so ein bisschen Glitter-Topper daraus machen. Also die sind einfach relativ vielseitig anwendbar und dadurch finde ich die richtig, richtig cool. Und ich denke mal, da werde ich mir, wie gesagt, noch andere Farben holen. Schade, dass ihr den nicht nochmal gesehen habt, weil verdient hat dieses kleine Ding es auf jeden Fall in einem Favoritenvideo mal zu landen. Aber ich glaube, ich benutze ihn dafür einfach zu selten und dadurch denke ich halt nicht immer dran. Man denkt ja auch nicht immer an alles, was man im Monat so verwendet hat. Dann habe ich wieder eine Foundation für euch. Die hatte ich auch mal in der First Impression getestet und die habe ich seitdem auch, ja, ich würde sagen, ein paar Mal verwendet. Ist jetzt nicht so, dass ich die super, super häufig verwendet habe, aber ich habe sie definitiv ein paar Mal benutzt. Und zwar rede ich von der Hourglass Stick Foundation, dieser Vanish Stick Foundation. Und da hatte ich die Farbe Porcelain. Die hat es nie in meine Favoriten geschafft, weil ich sie dazu einfach zu selten benutzt habe. Es ist auch eine Foundation, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, darauf muss ich wirklich Lust haben. Ja, andere Foundations sind einfach von der Anwendung her ein bisschen einfacher. Hier muss ich wirklich immer gucken, das kriege ich nicht so schön mit einem Schwämmchen ausgeblendet. Insofern muss ich einen Pinsel nehmen, darauf muss ich dann wieder Lust haben, weil ich meistens mehr Lust auf Schwämmchen habe, beziehungsweise das auch mit meiner Haut nicht so funktioniert mit den Pinseln. Nicht immer zumindest. Insbesondere wenn ich hier wieder meine Trockenheiten habe, dann kann ich es mit dem Pinsel eh vergessen. Also prinzipiell, das ist eine Foundation, die mag ich ganz gerne, aber da muss ich wirklich Lust drauf haben. Und wenn, dann ist sie eher so eine Herbst-Frühling-Foundation, weil im Sommer haben wir das Problem wieder mit dem, benutze ich sowieso nicht, weil ist mir alles zu warm, ist mir alles zu viel dann im Gesicht, sage ich jetzt mal. Und im Winter würde das mit der Trockenheit nicht so funktionieren, aber so für diese Übergangszeit ist das eine schöne Foundation. Dann habe ich einen Highlighter für euch und zwar ist das von Jouer, dieser Citrine Highlighter. Den hatte ich auch mal zusammen mit euch getestet in meinem Jouer-Video. Ich fand den auch schön, ich finde ihn auch immer noch schön, ich finde die Farbe toll, ich finde die Farbe sehr passend. Aber er ist nicht in meinem Favoritenvideo gelandet bisher, weil ich ihn einfach nicht gut genug ist vielleicht irgendwie ein bisschen gemein. Ich will den armen Highlighter nicht beleidigen, aber er war einfach nicht so krass, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Also minimales bisschen hat er mich einfach enttäuscht. Ich hätte einfach gedacht, der hat viel mehr Wumms. Der lässt sich einfach zu leicht ausblenden. Klar, man kann ihn auch schichten. Aber irgendwie hatte ich mir so ein bisschen was anderes erwartet. Nichtsdestotrotz, es ist ein schöner Highlighter. Aber es ist halt ein Grund, warum er kein Favorit geworden ist. Er ist einfach nicht gut genug gewesen. Der Private Party Bronzer von ColourPop hat es auch in dieses Video geschafft. Kein schlechter Bronzer prinzipiell... Kein schlechter Bronzer prinzipiell, aber für mich ein kleines Tickchen zu dunkel und deswegen nicht in den Favoriten gelandet, weil ich damit wirklich aufpassen muss. Ich benutze ihn schon, allerdings auch selten, aber er ist halt ein kleines bisschen zu dunkel. Also ich wünschte, diesem Bronzer gäbe es noch eine Farbe heller. Bin der Meinung, das war der hellste. Ich hatte ihn, glaube ich, auch mal in einem Video von Kathleen Lights gesehen und da muss man ja schon sagen, wenn ich mir einen Bronzer kaufe, den Kathleen Lights trägt, dann bin ich selber schuld. Aber wie es dann manchmal so ist, man kauft die Sachen trotzdem, weil man es einfach gerne testen möchte. Und er ist, wie gesagt, auch nicht schlecht, aber ich muss den wirklich leicht dosieren. Hat dadurch aber einfach auch kein Favoritenpotenzial, weil dazu benutze ich ihn zu selten. Dazu habe ich auch zu selten Lust darauf, mich quasi auf den einzulassen. Und insofern, ich mag ihn, aber mehr auch nicht. Dann habe ich für euch die Glitterliner von Ciate. Die hatte ich ja damals mal zugeschickt bekommen, hatte auch ein extra Video drüber gemacht, aber ihr habt sie seitdem nicht nochmal gesehen, wobei ich mir sehr, sehr sicher bin, dass die nochmal auftauchen werden in einem Weihnachtsvideo irgendwann mal oder zur Weihnachtszeit, wenn ich dann mal mit rotem Glitzerlippenstift hier sitze. Ich mag die, das hatte ich ja auch im Video gesagt, ich fand den Glitzereffekt nicht schlecht. Insofern hatte ich da eigentlich nichts dran zu meckern. Die Farben haben mir auch gut gefallen, aber das Ding ist einfach, wann trägt man sowas mal im Alltag? Das ist halt das, wo man sich dann darüber bewusst sein muss. Das ist ein Effektlippenstift, den man halt eher für irgendwelche besonderen Anlässe nimmt. Ob es jetzt irgendwie Familienfeiern sind, wo man dann einmal am Kaffeetisch diesen Effekt zeigt und alle dann da so stehen oder ob man das jetzt irgendwie auf einer Weihnachtsfeier macht oder so. Es hat schon seinen gewissen Effekt, das hat schon so seinen Eindruck, den es dann hinterlässt. Das ist auch eine mega coole Geschichte, aber im Büro sitze ich jetzt damit nicht und generell auch in den Videos hier. Dadurch, dass ich in letzter Zeit auch öfter farbige Augen-Make-ups schminke, ist es manchmal schwierig, farblich passende Lippenstifte zu finden. Also ich würde jetzt hier nicht so einen pinken Lippenstift zum heutigen Look benutzen und dann noch mit Glitzer. Deswegen rücken die halt immer so ein bisschen in den Hintergrund. Und wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass die noch ihren Auftritt haben werden zur Weihnachtszeit. Zumindest Rotton zum Beispiel. Oder dass man mal irgendwie, wenn Halloween ist oder wenn man so ein Grunge-Make-up-Tutorial macht oder so, dass man dann da so ein Schwarz mit Glitzer hat.
Wäre schon ziemlich cool. Schlecht sind sie, wie gesagt, nicht, aber aus diesem Grund, dadurch, dass sie einfach nicht super alltagstauglich sind, werden sie nicht in einem Favoritenvideo oder irgendwas landen und werde ich auch nicht dauerhaft tragen. Eine weitere Palette, die es in das Video geschafft hat, ist die Nabla Palette, die Soul Blooming Palette. Prinzipiell hätte ich auch die andere Palette mit reinnehmen können, denn die Dreamy Palette ist auch nie in einem Favoritenvideo von mir gelandet, die aber noch ein bisschen, ja, ich würde sagen, rechtmäßiger. Ist auf jeden Fall schwierig zu begründen. Ich mag die Palette. So viel schon mal vorweggenommen. Ich habe auch dazu eine Review online, falls ihr euch die anschauen wollt. Da erkläre ich auch nochmal alles ganz detailliert, was mir alles zu dieser Palette eingefallen ist damals. Und das ist auch immer noch so meine Meinung. Ich mag die Qualität der Palette. Die meisten Farben haben eine gute Qualität. Im Vergleich zu der Dreamy Palette ist sie ein bisschen schlechter gewesen, was unter anderem an diesen metallischen Farben lag, dass man die einfach mehr schichten musste. Das hatte mich ein bisschen gestört. Ich hätte mir gewünscht, dass Flowery ein bisschen besser pigmentiert gewesen wäre. Und Honey Drip, reden wir nicht drüber, war eine absolut schreckliche Farbe. Das ist so wie Delirium bei der anderen Palette gewesen, dieser blaue Ton. Der war auch furchtbar. Alles in allem mochte ich die aber trotzdem mehr als die andere, obwohl ich fand, die Qualität war ein bisschen schlechter, einfach weil mich das Farbschema hier mehr überzeugt hatte. Ich war einfach ein bisschen kreativer, ich konnte mir mehr Looks damit vorstellen, ich konnte mehr Looks damit schminken, die auch irgendwie unterschiedlich aussahen. Bei dem anderen hatte irgendwie letztendlich, sahen die irgendwie alle gleich ausgefühlt und hat mir nicht so ganz so gut gefallen. Und insofern fand ich die schon gut, aber für den letzten Rest hat es dann einfach nicht gereicht. Also wie gesagt, Qualität gut, aber gut reicht halt nicht, um in den Favoritenvideos zu landen, sage ich jetzt mal. Und insofern ist diese Palette niemals drin gelandet, hat das aber eigentlich schon verdient. Also sie ist nicht schlecht nach wie vor, sie bleibt auch immer in meiner Sammlung. Und ich finde immer noch nach wie vor, dass Flowery ein sehr, sehr besonderer Ton ist. Auch die anderen Töne in der Palette fand ich super. Auch in der Kombination, so wie sie hier drin sind, finde ich sie super. Ich mochte die Verpackung, alles. Nabla ist eine tolle Marke. Und ja, letztendlich hat es aber leider nicht gereicht. Es war quasi nur der zweite Platz und zweiter Platz reicht nicht fürs Favoritenvideo. Ich habe ja selten Fails in meinen Favoriten, dass ich wirklich sage, das Produkt hat mich im Monat mega enttäuscht, das war richtig schlecht. Was nicht zuletzt daran liegt, dass ich mich einfach an sowas schwer erinnere. Also tatsächlich vergesse ich das meistens. Es gibt schon manchmal so ein, zwei Sachen, die ich nicht gut finde, die ich aber dann einfach immer vergesse, weil ich mir immer denke, okay, was hast du diesen Monat häufig benutzt, was mochtest du? Aber man setzt sich ja dann nicht hin und überlegt, was fandest du mega schlecht. Vor allem, weil es ja meistens auch Sachen sind, die man dann ja wieder abgibt. Ein Fail hatte ich auf jeden Fall dieses Jahr, wo ich auch mega enttäuscht war und der wird definitiv auch in den Jahresfails landen. Und wer von euch mich länger guckt, weiß, dass es sich auf jeden Fall um eine Palette handelt und weiß, wo ich jetzt das Wort Palette gesagt habe, wahrscheinlich auch schon welche. Ihr könnt nochmal kurz raten, ich gebe euch noch eine Sekunde. Ja, es handelt sich jedenfalls um die Jeffree Star Thirsty Palette, eine Palette, auf die ich mich unfassbar doll gefreut habe dieses Jahr, deren Release ich kaum abwarten konnte und so froh war, die endlich in den Händen zu halten. Und ich hatte auch extra Express-Versand gewählt bei Beauty Bay, beziehungsweise habe diesen Next Day Delivery, habe dafür extra sogar Geld oben drauf gelegt, weil der ist nicht ganz günstig, dass ich sie so schnell wie möglich habe und war dann unfassbar enttäuscht von der Qualität. Ich habe mehrere Looks damit geschminkt, bin damit nicht klargekommen, habe mir was anderes erwartet, habe mir was anderes erhofft, habe mir was anderes erwünscht und war so enttäuscht, dass ich sie dann auch super schnell wieder abgegeben habe. Ich habe wirklich nur die drei Looks für euch geschminkt, habe die einmal geswatcht, dass ihr alle Farben sehen könnt und dann ist sie wieder rausgeflogen aus meiner Sammlung. Ich bereue es bis heute keinen einzigen Tag, auch wenn ich sehr, sehr an der Palette, also mein Herz hängt einfach sehr dran. Ich hätte sie sehr, sehr gerne gemocht und ich bin auch heute immer noch so auf dem Scheideweg, sage ich jetzt mal, dass ich wirklich überlege, kaufe ich sie vielleicht nochmal neu oder lasse ich es sein, weil ich online so viele Leute gelesen habe, gehört habe, gesehen habe, die ihre Palette fantastisch finden und ich rede jetzt nicht wirklich von Beauty-YouTubern oder so. Es gibt ja manchmal leider welche, die einem vieles verkaufen wollen, wenn der Tag lang ist, sagen wir es mal so. Aber ich habe halt wirklich in den Facebook-Gruppen, wo ja auch Privatpersonen sind, die mit ihrem eigenen Geld die Paletten kaufen, da waren so viele dabei, die gesagt haben, die Palette ist bombastisch, die finden die richtig, richtig gut. So dass man letztendlich eigentlich wirklich auf den Zweig kam. Es kann nicht nur daran liegen, dass man unterschiedliche Vorstellungen von Lidschatten hat. Es muss vielleicht auch irgendwo qualitativ Unterschiede geben in den Paletten. Und deswegen bin ich auch mal heute, spukt sie mir noch im Kopf rum und ich bin immer noch heute in so einer Situation, dass ich manchmal denke, riskiere es jetzt einfach nochmal oder nicht? Ich denke mir dann aber jedes Mal, lass es. Aber das ist so eine Palette, da war ich wirklich sehr, sehr traurig und enttäuscht. Und das ist aber definitiv auch wirklich ein Fail für mich gewesen, kann man nicht so sagen. Das ist ein totaler Flop.
So, das waren die Sachen, die ich mir ausgesucht habe. Ich würde mich super doll freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was so Produkte bei euch sind, die ihr benutzt habt, aber wo ihr dann so dachtet, ja, die sind gut, die benutze ich auch ab und zu, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, es ist ein Favorit und es wäre vielleicht auch nicht das erste Produkt aus der Kategorie, was mir einfällt, wenn mich jemand nach meinen Empfehlungen fragt. Würde mich super, super, super doll interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich ansonsten auch wieder freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut!